Hallo Ali, ich bin's wieder, der alte Knacker aus dem Rossingstädtchen in Lenkbach im Wienerwald. Schön, dass du beim neuen Lenkbach-Vlog dabei bist. Ich habe mir gedacht, ich sitze da so gemütlich im Büro und da reden wir doch mal kurz drüber, wie es das so ausschaut und warum und wieso und von und zu überhaupt. Das habe ich mir so gedacht, so für den neuen Lenkbach-Vlog. Bevor wir damit beginnen, kommen die blauen Wolken und die gute Musik, denn die gehören zum neuen Lenkbach-Vlog. Also, ich bin hier und genieße das Leben mitten im Sommer, was könnte schöner sein. Und stelle gerade fest, das ist ja eigentlich das Büro, ihr wisst, EDV. Und abgesehen davon, dass ich nichts zu tun habe, also beruflich jetzt, mal ganz direkt. Red mal kurz über das Berufliche. Ich bin selbstständig seit 2001, davor war ich ja bei Rezak Müller und habe mich im April offiziell gewerblich angemeldet und mit August habe ich dann mein Geschäftslokal da hinten im Kuhstall, da hinten drüben, wo jetzt die alten Computer stehen und die Modems und das Star Trek und so. Und was ist noch drin? Ja, die Stecker und diese Sachen. Da habe ich das Büro eröffnet. Und dann bin ich da gesessen und habe gewartet, dass Leute kommen und es sind nicht viele gekommen. Im Laufe der Zeit hat sich dann aber ein gewisser Kundenkreis aufgebaut, speziell durch die Computerkurse, die ich damals abgehalten habe. Damals waren so im Jahr 2001 und so und ein bisschen früher schon hatte ich jedes Semester 3, 4 Computer, manchmal 5 Computerkurse abgehalten und da habe ich viele Leute kennengelernt und die haben dann immer wieder mal Bedienungshilfe gebraucht und so sind halt dann diverse Kundengeschichten entstanden, ja. Das ist ganz gut gelaufen und dann habe ich ja geheiratet und Kinder haben sich ins Haus gesellt und damit waren die Sachen mit den Computerkursen schwierig, denn meine Frau hat oft Abendsdienst gemacht und Nachtdienst, also oft, mehrfach monatlich und wenn ich dann noch 3 Tage in der Woche meine Computerkurse abends hatte, musste immer einer da sein wegen den Kindern oder sollte jemand da sein wegen den Kindern. Und dann waren die gemeinsamen Abende schon sehr selten. Ja, also, dass da überhaupt noch Kinder entstanden sind, ist ausgesprochen irritierend. Weil, ihr wisst Bescheid, wenn Männern und Weibern sich nicht treffen, kommen selten Kinder raus. Außer Weiblich trifft sich mit den anderen, was hier nicht der Fall war, muss man ja ganz klar sagen. Ja, und dann habe ich damit aufgehört. Es war auch dann so schwierig immer, weil, ja, lange Geschichte, gehen wir mal. Verzeiht die Begegnung. Ja, und dann hat sich das ziemlich aufgebaut. Dann habe ich ja 2 Schulen betreut. Und einige Volksschulen hatte ich noch. Und da war echt viel zu tun. Im Laufe der Zeit haben sich die Interessen aber der Kunden immer wieder neu orientiert. Also in Schulen ist es ja sehr abhängig davon, wer gerade für die Erhaltung des Gebäudes und für die Finanzen zuständig ist und bei Volksschulen ist es sehr abhängig vom Direktor oder der Direktorin, weil die meisten neuen Direktorinnen mit den alten Direktorinnen und den Leuten, die mit ihnen zu tun hat, nicht unbedingt tun wollen, ist ja nachvollziehbar. Ja, Tatsache ist dann, dass die Neulenkbacher Mittelschule relativ lang in Kundschaft geblieben ist, also doch jetzt schon seit 2001, ganz über 20 Jahre, da könnte man mal eine Feier machen. Und es orientiert sich natürlich neu, damals waren Standgeräte, Internet war noch gar kein Thema, Breitband war überhaupt noch, hat keiner gewusst, was ein Breitband sein soll. Also wir haben da ISDN-Einwahlen gehabt. Boah, schlimme Sache mit Elsa-Modems und Fritkarten. Wahnsinn hat das geratzt. Huh, und dann noch nach Zeit bezahlt teilweise die Schule. Ja, das gibt's jetzt alles nicht mehr. Und heute ist es doch so, dass es hier darum geht, dass eine vernünftige WLAN-Infrastruktur da ist, die ernsthaft die Schüler mit den Endgeräten versorgen kann. Also es hat sich ziemlich gewandelt. Da sitze ich noch immer. In Lammtal war ich und dann war ich nicht, weil ein staatlich angehauchtes Unternehmen ein gutes, günstiges Angebot gesetzt hat und dann
Jetzt bin ich es wieder geworden vor ein paar Jahren. Ich verstehe bis heute nicht, warum, denn ich habe jetzt nicht. Ich habe günstig angeboten, aber ich habe jetzt nicht mit Minus angeboten. Und viele Unternehmen gehen ja in eine Schule mit einem Minus, weil sie sagen, wenn ich das Angebot mal mit so günstig lege, dass ich da Verlust habe und der günstigste bin, dann bin ich drinnen und dann habe ich die laufenden Geschichten. Das ist nicht meine Philosophie. Wenn ich was mache, dann will ich da ein paar hundert Euro verdienen, wenn ich eine Schule mache und nicht nichts. Das ist meine ehrliche Aussage. Ja, ist sich aber dann trotzdem ausgegangen, vor allem weil ich die alte Verkabelung genutzt habe, großteils. Während alle anderen hätten komplett neu das aufgebaut. Und das mache ich nicht. Also wenn was Funktionierendes da ist, was die aktuellen Standards erfüllt, warum soll ich das sehen? Dann absurd. Ja. Ich heuer jetzt meinen Planschbecken auch nicht nach einem Jahr weg, nur weil ich zu faul bin, dass ich es wegräume. Sondern ich beschäftige mich damit und dann stopfe ich die zwei kleinen Löcher, die da sind, und dann baue ich es wieder auf. So, ja. Und dann war wieder mal Hochzeit und mit Corona-Lockdown. Dann hat sich die ganze, also vor 2001 hat es ja keine Fernwartung gegeben. Da gab es PCN-Wert, das ich dann im Museum zeigen werde. Aber das hat keiner genutzt, ne? Weil Sicherheit hat es keiner gegeben. PCN-Wert und Sicherheit, nö. Das war auch dann der Grund, warum Samantha gesagt hat, nach ein paar Jahren, nö, dieses Produkt wird jetzt eingestellt. TeamViewer hat das ja relativ intelligent übernommen. Und da gibt es ja noch Ultra-VNC. Und also VNC überhaupt, das setze ich ja bei Kunden bei größeren, also bei Kunden mit mehreren Rechnern und Wartungsvertrag, setze ich VNC im Haus ein. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass wenn jetzt eine Maschine mit TeamViewer nicht mehr erreichbar ist, weil irgendein Softwarehersteller meinen Host rausschmeißt oder irgendwelche schlimmen Dinge tut oder einfach TeamViewer versagt, was immer wieder vorkommt, und bei diesen kleineren Firmen, sage ich jetzt mal, so bis 20, 30 Mitarbeiter, da stehen ja nicht so viele Maschinen und meistens auch kein Server. Und da habe ich dann das VNC und wenn der TeamViewer versagt, kann ich vom Hauptrechner auf die Maschine zu und den TeamViewer reparieren. Das ist eine ganz super Sache. Also man macht sich sozusagen eine zweite Brücke. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht zwei verschiedene Fernwartungstools parallel bei den Kunden installieren soll. Es gibt ja noch Anydesk und FastViewer und was es alles gibt, ja. Aber nach wie vor bin ich bei TeamViewer. Im Moment bin ich da finanziell, steige ich da im Moment gut aus, weil ich ein sehr breites Produkt habe und einen sehr geringen Preis, weil ich nämlich vor einigen Jahren das MSI-Modul gekauft habe, mit der vertraglichen Vereinbarung, dass ich auf Dauer TeamViewer per MSI ausrollen kann. Und heute machen die das nicht mehr per MSI ausrollen, weil sie das nur mehr in der Corporate Edition haben. Jetzt habe ich aber einen Vertrag, in dem steht, dass ich das kann. Und sie können es aber nicht mehr. Und deshalb haben sie mir jetzt die Corporate-Lizenz gegeben, damit das MSI-Modul dabei ist. Das haben sie, ist irgendwie total absurd. Aber ja, zahle ich halt um 1.500 Euro weniger. Ist ja kein Problem. Und nebenbei hat es für mich den Vorteil, dass ich nicht mehr aufpassen muss, ob ich im Büro gerade eine Fernwartung offen habe, wenn ich in der Wohnung einsteigen will, weil die andere Lizenz kann nur einen Kanal und die kann drei. Ja, egal. Also die Arbeit hat sich sehr auf Fernwartung verlegt. Also ich mache jetzt fast alles über Fernwartung, teilweise sogar Kunden, die ich nicht mal kenne. Die rufen mal an, ob ich helfen kann. Und sagen, ja, wenn sie wollen, ich kann persönlich übermachen oder wir probieren es gleich mal über Fernwartung. Und viele sagen dann, ja, machen wir doch gleich eine Fernwartung. Und dann machen wir das und das klappt ganz gut. Mit diesem Modul, das ich jetzt auf der Homepage stehen habe und meinen Skripts, die das dann automatisch breittreten auf dem Rechner, klappt das ganz okay. Ja. Tatsache ist aber, dass sich die Arbeit massiv verringert hat. Also ich habe nie wirklich viel gearbeitet im EDV-Bereich. Das würde mich auch total frustrieren, wenn ich viel machen würde. Und ich habe ja auch die Einstellung, wenn ich mit einem Kunden zu tun habe, der eigentlich nicht zufrieden ist mit dem, was ich mache, dass ich sage, wissen Sie was, gehen Sie doch zu wen, mit denen Sie zufrieden sind, warum gehören Sie sich mit mir ab? Und zwei Kunden habe ich schon gesagt, nee, ich mache es nicht bei Ihnen, weil ich weiß, dass es für Sie nicht passt. Und deshalb ist der Kundenkreis eher klein. Ich habe sehr viele nette Kunden, also mit denen man sich auch ganz super unterhalten kann. Das ist überhaupt toll bei der Fernwartung, da tust du herum. Nicht? Bei Firmen hast du ja dann gleich drei, vier Fernwartungen parallel offen. Und werkst und machst das gleich am Wochenende, wann du Zeit hast. Und bei den netten Kunden telefoniert man daneben, unterhält sich nett und macht daneben halt Virenschutz, Upgrades und Co.
Und das klappt ganz gut. Aber es ist wenig zu tun, ganz ehrlich. Also ich mache keine Werbung und ich werde auch keine Werbung, also zumindest habe ich jetzt nicht vor, Werbung zu machen im EDV-Bereich, weil das kontraproduktiv ist. Ich weiß, Werbung bringt gar nichts und da kommen höchstens Kunden und Leute, mit denen ich eigentlich nicht zu tun haben will. Ja, also so hat sich das eigentlich sehr verlaufen. Und jetzt sitze ich hier im Büro und habe schon 9 Minuten geschwafelt und euch noch gar nicht das erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Und da habe ich mir gedacht, jetzt gerade denke ich mir, ich erzähle euch das morgen, was ich euch gerade erzählen wollte. Ja, warum denn nicht? Ist ja auch nett. Drum werde ich da jetzt Pause drücken. Und ihr seht jetzt noch die Covid-Zahlen von heute. Denn die Covid-Zahlen, das sind die besten von uns überhaupt. Und ihr braucht sie ganz unbedingt jetzt am Bildschirm. Los geht's! Covid-Zahlen und Fakten für den 25.07.2022. 2900, nein, 9615 laborbestätigte Fälle, 12.924 Genesene und 891,4 ist die 7-Tage-Inzidenz. Die restlichen Zahlen scrollen wie gewohnt durchs Bild, so wie sich das gehört. Neben meinem Computer liegen noch immer die 281,10er ein. Ja, das war schon wieder von diesem Lenkbar-Vlog. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr zusitzt. Danke dafür. Freue mich über jedes Däumchen und jedes Abo. Ihr wisst Bescheid. Und was passiert, wenn ihr mich nicht abonniert, habe ich euch eh schon gerade eben gezeigt. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier auf diesem verrückten YouTube-Kanal. Morgen beim Lenkbar-Vlog.